Das Paradies finden wir auf einer Südseeinsel. Da ist aber gar nicht das Paradies, sondern nur die Europäer glauben, da gäbe es ein Paradies. Reisen in die Ferne oder ins Ausland und man romantisiert sich das alles und ist alles schön, aber die ganzen Machtkonstrukte oder Auswirkungen, die die Kolonialzeit bis heute hat, das wird einfach so weggewischt oder ignoriert. Eskapismus, Primitivismus, Exotismus. Und wir stellen das mit Kunstwerken dar. Und was uns zur Verfügung steht, sind Texte, aber auch quasi eine Logik des Zeigens. Und wenn diese Bilder von Franz Marc gezeigt werden, dann sprechen die natürlich erstmal von sich selbst. Aber wir geben dann immer historischen Kontext dazu. Bei Franz Marc ist es so, er malt Tiere, die zeigt er als quasi unverbildete, nicht durch die Zivilisation korrumpierte Wesen, so wie der Mensch, sondern als glückliche und gute Kreaturen. Und wo findet man das? Man findet das natürlich nicht irgendwie in der wilden Savanne weit, weit weg, sondern man findet das im Zoologischen Garten in Berlin. Insofern ist Eskapismus immer so, das hat immer so etwas Doppeltes. Es ist ganz klar eine wichtige Kritik an den Defiziten der eigenen bürgerlichen Gesellschaft. Aber gleichzeitig ist dies die Projektion auf das Andere, auf das Fremde und sei es nur das Kreatürliche der Tiere, die einer ganz klaren Erfindung, einer Fiktion entstammen. Sie wollten sich von der Realität lösen, ablösen. Sie wollte davon Abstand nehmen. Und es ging darum, das Unsichtbare zu vermitteln. Und da waren die Hinterglasbilder oder die Volkskunst allgemein dafür wichtig. Gabriele Münter hat sich für diese Technik sofort begeistert und hat angefangen, auch diese Technik zu lernen bei dem Hinterglasmaler Heinrich Rambold. Sie hat die traditionellen Hinterglasbilder kopiert mit den religiösen Motiven und allmählich hat sie auch ihr eigenes Repertoire gehabt. Und die anderen Künstler des Blauen Reiter haben nach und nach auch diese Technik verwendet, Kandinsky, Franz Marc unter anderem. Ja, Münter, Kandinsky und die anderen Künstlerinnen und Künstler des Kreises waren diese Bildzeugnissen Ausdrucken von Menschen, die in der Lage waren zu kreieren, ohne
beeinflusst zu sein von der Außenwelt, was nicht mehr der Fall war. Es gab richtige Zentren, wo diese Hinterglasbilder hergestellt worden sind. Und dadurch, dass diese Hinterglasbilder wie am Fließband hergestellt worden sind, hatten sie eine einfache Bildsprache, die diese Künstler fasziniert hat. Und es war ihnen nicht bewusst, dass diese einfache Bildsprache auch mit einer Rationalisierung zusammenhing. Sie wollen, und das ist typisch europäisch zu denken, etwas finden, was ein Gegenbild ist zu ihrer bürgerlichen Gesellschaft, die sie zu eng finden, zu akademisch finden, zu viele Regeln. Und wo gibt es einen Zustand von Gesellschaft, der dafür taugt, als Vorbild für eine bessere Zukunft zu sein? Und das, was wir alle kennen, ist, und was es in vielen Kulturen gibt, das ist das Paradies. Im Paradies waren alle unschuldig und glücklich und niemand musste arbeiten. Die Künstlerinnen des Blauen Reiters sind mit einer Haltung zum Beispiel auch in andere Länder gereist und hatten so diese Idee der Gleichwertigkeit und der Gleichstellung und haben sich dann, wie gesagt, diese ganzen Teile, diese Elemente rausgezogen, die sie für sich irgendwie nutzen konnten, wie so eine Form von Cherrypicking. Aber wenn man genau hinschaut, dann fehlt diese Gleichwertigkeit. Der Ansatz des Blauen Reiters war, dass Dinge verlernt werden. Aber das Verlernen bedeutet nicht die Suche ins Ursprüngliche oder ins Natürliche. Eigentlich findet das Verlernen statt, indem man eigentlich Dinge benennt, also Namen benennt, Zeit benennt, die Geschichte benennt, die Kontexte benennt. Also eigentlich die Zeitgenossen in ihrer Zeit sichtbar macht. Das ist ja auch was Fortdauerndes, was bis heute auch immer noch in unseren Köpfen auch vorherrscht, wenn man nicht aktiv das immer wieder hinterfragt. Da hilft uns zum Beispiel die Ausstellung auf jeden Fall, wenn wir mit so einem kritischen Blick reingehen und eben genau diese Momente der Irritation oder wo man denkt, da passt irgendwie jetzt gerade nicht, wenn man genauer hinschaut und versucht, dahinter zu schauen, warum und wieso, was stört mich denn da jetzt gerade und was bedeutet das? Und genauso können wir auch rausgehen, also außerhalb des Museums und dort so durch die Welt gehen und uns immer wieder hinterfragen, was denke ich jetzt gerade oder welcher Gedanke kam jetzt gerade und stimmt das überhaupt, was ich gerade gedacht habe oder welche Gefühle habe, warum kommen diese Gefühle? Das abbauen und verlernen und das ist ein lebenslanges Verlernen. Thank you.